Willkommen zurück zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Das letzte Mal hatte ich Jess besiegt von der Ginyo Sonderkommando und habe dann im wahrsten Sinne des Wortes nochmal gegen Ginyo gekämpft, aber in Son Gokus Körper. Und danach habe ich angefangen gegen Frieza zu kämpfen. Alle überlebe Kampf, sag ich jetzt mal, außer die ersten zwei, waren nervig, weil entweder die Charaktere ohne Befehl zum Feind hingeflogen sind oder wenn der Feind in der Nähe war, einfach mal zur Seite gegangen sind oder sonst irgendwas. Aber naja, Frieza sagt es fast vorbei. Und mal gucken, vielleicht schaffe ich noch danach, glaube ich, die Cyborg-Saga. Aber erstmal kämpft Son Goku gegen Frieza. Wir sehen den Gegner mit Genki-Dama. Ich kann ihm gerade das Wort nicht aussprechen. Genki-Dama, so. Wollte ich erst Genki-Dama sagen? Ready. Ich wollte gerade sagen, ist ja gerade ausgewichen. So, es ist dann... Ich muss voll aufgeladen haben. Und dann L2, Dreieck und nach unten. Nein! Du Penner! Aber jetzt so! Na endlich! Kommt jetzt seine volle Stärke. Frieza Endform. Ich glaube nicht, nee. Es ist noch nicht zu Ende. Achso, stimmt ja. Son Goku hat jetzt sein... was war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, sein... Super Saiyan 2 Modus bekommen, oder? Oh, das ist zu lange her, dass ich es angesehen habe. Denn wenigstens kann ich jetzt wieder selber entscheiden, wie ich ihn besiegen kann. Oder darf. Get locked!
Hat er dasselbe oder hat er was ganz anderes? Nein, er hat ganz andere Fähigkeiten. Nachbild hat er, Full Power Attacke, Super Kamehameha, Höchstkraft Sprint und Teleportations Kamehameha als Super Finisher. So. You mean it wasn't just a legend? Ja, die Legende ist gerade Ruffy und Co. auf der Spur. Super Saiyan Son Goku. Oder nee, ich glaube, das war sogar die erste Form von Son Goku, oder? Als Super Saiyan 1 quasi. Wie gesagt, ich hab's lange nicht mehr gesehen, deswegen weiß ich nicht mal alles ganz genau, wie alles abläuft. Und wann er seine Super Saiyan-Formen bekam. Ich weiß, seine vierte bekommt er in GT. Also seine Super Saiyan 4-Form. So, Freeza in volle Power-Version. Und darf ich jetzt eine bestimmte Waffe? Ja, Super Kamehameha als Finisher. Und wahrscheinlich kommt dann wieder Epilog und es sind dann noch nicht alle Kämpfe erschienen. Was ich auch so manchmal nicht verstehe. Oh. LOL! Den Finisher soll ich machen, ja? Ja, den Super Kamehameha. Also den ganz normalen Angriff. Ich dachte jetzt hier den Super Finisher. Okay. Das wollte ich gerade machen. Der hat wieder denselben Fehler gemacht. Ja, war nice.
Aber manchmal reagiert er wirklich nicht. This can't be. You brought this all upon yourself, Frieza. I pity you. I'm going to make it back to Earth somehow, but you won't. I leave you to suffer the same fate as this planet. A planet you've carelessly destroyed. Na, kommt jetzt Epilog? Nein! Neues Battlegate hinzugefügt. Auswählbar im... Der mächtigste... Neues... Ah, wieder ein neues Battlegate. Also ein Ring. Anvisieren leicht beschleunigt. Ah ja. Okay, doch. Nach einer gewaltigen Schlacht können die Zeitkämpfer Frieza besiegen und den Frieden im Universum wiederherstellen. Sie kehren auf die Erde zurück und leben in Frieden, bis sie ein geheimnisvoller Mann vor einer neuen Macht warnt. Dr. Gero und C-19 und C-17, C-18, C-16 und Cell. Hä, natürlich nicht. Manchmal sind so eine Fragungen echt unnötig, finde ich. Gut, die wollen halt sicher gehen, dass ich... Also... Ach, es ist doch vorbei, aber hä? Ich verstehe das nicht. In der Saiyajin-Saga war das nicht so. Hallo? Kann es sein, dass das Spiel sich aufgehangen hat? Oder das Programm hat sich aufgehangen? Okay, wieso war das jetzt 92% am Ende? Also, der letzte Kampf war irgendwie jetzt 8%. Aber naja, wir sind gerade bei 12 Minuten und 40 Sekunden. Was? Okay. Warum kriege ich schon einige Sagas freigespielt? Ich weiß nicht, ob Sagas, also mit S am Ende, die Mehrzahl ist. Ich weiß, das sind hier Spin-Offs quasi, weil die nur in dem Film erscheinen. Soweit ich weiß. Zumindest der hier, also es ist quasi ein Spin-Off-Charakter. Aber wieso habe ich gleich so viele? Achso, nee, ich glaube, grün bedeutet, ist ein Spin-Off und blau bedeutet, ist chronologisch halt. Chronologisch, geiles Deutsch. Also, ist eine Hauptstory. Und ich weiß, das ist ja auch Spin-Off. Gut, also kommen wir doch noch nicht zu die Cyborg-Saga, sondern jetzt zu die einsamer Kampf, Endkampf-Saga, meinte ich. Oder einfach nur einsamer Endkampf. Ich hoffe, da sind nicht allzu viele Kämpfe. Davor, etwa zur Zeit von Son Gokus Geburt. Son Gokus Vater Bardock erfährt von Freezas Verrat an den Saiyajin und fordert ihn zum entscheidenden Duell. Kann Bardock das Schicksal der Saiyajin und damit auch sein eigenes Schicksal beeinflussen? Nein. So, gegen Dodoria. Alles klar. Ich frage mich, ob ich danach auch Bardock freispiele. Okay, andernfalls, ich glaube, das ist sogar auch Kanon.
was war das denn jetzt? Hallo, was ist denn das? Was ich nicht verstehe, ich habe Kreuz gedrückt, aber das hat irgendwie nicht gezählt. Und das ist wieder so ein Moment, wo ich gerne die Sicht ändern möchte. Saiyajin, nicht Saiyajin Affe. Bardock habe ich noch nicht freigespielt. Oder habe ich ihn eigentlich schon Beginn angehabt? Ich weiß es gerade nicht. Wie dem auch sei. Ich glaube, der hat wirklich weniger Kämpfe. Okay, man kann vielleicht sagen, das ist ein Kanon-Filmspiel. Also Kanon heißt ja, dass es ja mit zur Hauptstory gehört. Und Non-Kanon heißt ja Spin-Off. Und das ist ja nur als Film erschienen. In der Serie natürlich nicht. Wow! War wohl nix, war Freezer? Aber ich hatte auch richtig Glück gehabt. Jetzt möchte irgendwie nicht mal die Taste funktionieren, hallo! Wie der Vater, so der Sohn. Objektfusion. Geschwindigkeit von Charakteren, Freund und Feind im Kampf. Zwei Ränge und noch was. Nach einem erbitterten Kampf kann Bardock Freezer schließlich besiegen. Und was war das für ein Geräusch? Egal. Nachdem er die Zukunft mit der Kraft seines Willens verändert hat, sucht er in der ganzen Galaxie nach neuen Gegnern. Okay, aber das ist jetzt Non-Kanon. In Wirklichkeit wurde Bardock natürlich vom Freezer getötet. Wollte ich erst besiegt sagen, deswegen klang es gerade merkwürdig, wie ich geredet habe. Und es waren wirklich nur zwei Kämpfe oder ist da noch ein Extra-Kampf? Da werde ich jetzt gleich sehen. Bin ja schon bei 20 Minuten.
Ich bin aber froh, dass diesmal kein Überlebekampf kam. Nein, es ist noch nicht vorbei. 66%. Ah ja. Bardock gegen Son Goku. Werde ich jetzt noch schnell machen und dann habe ich es hinter mir. Und ich hoffe, dass dann die 100% erreicht sind. Aber dann haben sie irgendwie das mit der Prozentzahl irgendwie schlecht aufgeteilt. Was machst du da? Henna! Nein! Egal. Bekommt der Sohn nochmal Prügel? Hä, ich bin jetzt echt verwirrt. Ist mir relativ auch egal. Bardock ist in Wirklichkeit tot und gut ist. Kakarot! Der kosmische Kaiser als Battlegate hinzugefügt. Wieso sagt ihr gleich nicht einfach Arena oder Map? Ja, das sind wieder 100%. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann geht das nächste Mal weiter mit die eine Spin-Off-Saga. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es ist. Ich hab's wirklich vergessen, was es war. Aber naja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!